Ich weiß nicht, ob man es kann, aber ich krieg's gerade nicht hin. Und sieht so aus, als ob die zumindest an der richtigen Stelle landen. Okay, einer ist oben. Findet der was? Nein. Okay. Oh, Moment. Hier. Ha! Gefunden. Hier. Ah, was ist da? Komm schon. Ich will was sehen. Du bekommst wahrscheinlich erst zu sehen, was draußen ist. Was ist das? Eine Brosche. Noch eine. Wir finden wahnsinnig viele Broschen. Und sehr viel Nektar, den wir nicht brauchen. Naja. So. Ja, eine Brosche. 70. Cool. Ja, obwohl es... Essenz des Furors. Obwohl der Wert jetzt ja eigentlich ziemlich unwichtig geworden ist. Klar, für Ulima und seinen Chef nicht, aber für uns so ein bisschen. Denn was nützt uns denn? Nützt uns noch mehr Geld? Wir wollen ja eigentlich nur alle 201 Schätze. So. Die grabt aus. Und wir knocken den aus. So. So geht das. Oh, noch einer von denen. Ah, ich finde die Käfer an sich geil, weil die geben mir einfach mal die das beste Spray. Aber meine Güte. Nein, nicht genau in meine Pigment. Nein, 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 nein. Ganz mies. Ah, verdammt. Nein! Hör auf, meine Pigment zu töten! Wo ist der? Das Vieh ist doch hier irgendwo noch. Da hinten vielleicht? Ja. Nee, ich hab's nur da was ausgegraben. Was ist das denn? Ein Respawn-Kugel? Essentielle Ausstattung, ja. Total essentiell. Ah, verdammt. Boah, wie ich den Käfer gerade hasse. Das kann nicht angehen, ey. Das kann echt nicht angehen. Warum? Warum rennt der genau in mich rein? Das ist schrecklich. Na gut. Dann bringen wir das mal zurück. Toll, jetzt habe ich zwar 7-mal die Essenz, aber 10 Pigment verloren. Ich mag keine Pigment verlieren. Okay. Weiter hinunter. Yay, speichern. Sublevel 2. Grenze an Höhle dürfte hier das Endlevel sein im ersten Abschnitt. Dementsprechend erwarte ich einen, ich sage mal, etwas schwereren Bosskampf. Beziehungsweise auch ein etwas tieferes Level, ganz und gar. Okay, hier könnte ich von oben was runterwerfen. Ist bestimmt cool, um den Käfer zu killen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir das müssen. Ja, selbst nicht runterfallen, bitte. So. Dann teilen wir die doch mal auf. Ich kämpfe einfach am liebsten mit den Lilanen. Das ist, denke ich, nachvollziehbar. Wo ich euch gerne noch was zeigen würde. Das mache ich gleich mal. So. Wenn die mal alle hier herkommen. Hoch. Gut. 13 Stück hier oben sind sie in Sicherheit, denke ich mal. Mal gucken, ob hier der Platz ausreicht. Komm, schieß! Oh, hast mich getroffen. Ah, okay. Da ist auf jeden Fall was im Weg. Wenn man es richtig anstellt, dann killt der Käfer sich selbst. Oder, okay, lassen wir das Vieh killen. War daneben. Ha, Treffer.
Ja. Das ist. Komm, Selbstmordkäfer. Komm, wir machen einmal den Selbstmordkäfer, dann hab ich's mal gezeigt. Na? Na, okay. Das springt alles an den. Ja, ja, ja. Bäm! Selbstmordkäfer! Sehr cool. Schauen wir mal, was ist das hier? Ein Weihnachtsschuh! Yay! Cool, es ist ja bald Weihnachten. Ich denke mal, wenn das Video draußen ist, sogar schon recht nah. Heute ist ja eigentlich der 9. November. Bei mir zumindest. Wisst ihr, wann ich aufgenommen habe? So, da oben ist ein Geschenk. Yay! Na? Au! Komm schon! Die beiden Käfer kann ich ja wohl hier mal töten. Eins. Zwei. Sehr schön. Okay, hier geht's runter. Komm mal mit. Komm. Komm mit zum Selbstmordkäfer. Yay. Vor allem Verfolgersteine. Wer denkt sich denn sowas bitte aus? Moonwalk. Moonwalk im Selbstmordkäfer. Schieß. Ah. Hilfe. So, mal gucken, ob der Kleine mir da nicht im Weg steht. Nein, tut er nicht. Ha. So. Wow, okay, er braucht nicht mehr. Wie schafft man es, nur mit dem Präsidenten hier dieses komplette Level zu locken? Ich finde das schon cool. Juhu. So. Und jetzt haben wir hier keine Gefahr mehr. Also, außer es kommt irgendwas Böses aus dem Boden. Und irgendwelche Bomben von der Decke, was ich ja schon fast erwarte. Aber ansonsten können wir alles wegschleppen. Mitnehmen. 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 Ist hier noch irgendwas Tolles? Außer so ein Stinkekäfer, die möchte ich bitte nicht mehr sehen. Ah. Das hat mich echt genervt. So, den Schatz nehmen wir mit. Und den hier. So, hier noch irgendwas? Ja, da oben. Okay, da brauche ich wahrscheinlich gelbe für. Oder, nee, ich kann die auch so da hochwerfen, indem ich hier rumgehe. Na, schauen wir erstmal, was der Weihnachtsmannschuh hier eigentlich bringt. 85, oh, ganz ordentlich. Zeichen des Fortschritts. Hm. Fortschritt, natürlich. So, schön an der Wand entlang. Und wir holen uns das Geschenk. Ja. Mit Liedern kann man natürlich nicht so hochwerfen. Dafür braucht man halt auch nicht so viele. Der eine Lila hilft hier noch und dann hätten wir hier alles. Ach, nee, hätten wir doch nicht. Da fehlt noch. Hm? Komm schon, ja. Ja, hier fehlt noch. Gut. Passt alles. Okay. Hm, da wir ja wissen, dass wir die ganzen Pikmin nicht in der Gruppe haben müssen, um runterzugehen. Lassen wir das hier alles mal zurücktragen. So, ich denke mal, das war's dann alles hier in diesem Sublevel. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass der Bosskampf hier wird episch. Und ich kann mir vorstellen, was es gibt. Moment, es gibt... Naja, gut. Entweder den Schuh oder den Handschuh, würde ich sagen. Das passt doch so gut. Eins von beiden. Also in jeweils einer Höhle und dann noch eins von oben in... der letzten Höhle im dritten Level? Und dann frage ich mich natürlich, Moment. Dann fehlt aber trotzdem noch was. Hm. Okay, dann halt irgendwo im vierten Gebiet noch was. Denke ich mir mal. Hm.
Der ist auch irgendwie ein bisschen dicker und hat so einen gelben Rucksack auch. Okay, Ulima hat einen roten. Das dürfte Luft sein, beziehungsweise was auch immer die atmen. Wasser, Stickstoff, Arsen. Was auch immer. Ne? Kriegen die das hoch? Okay, das war ein Gegner. Das Geschenk? Ah, jetzt.